Hallo, hier kommen wir zum zweiten Teil, den Greenscreen mit dem Aufbau. Weiter geht das nach dem Intro. Zum zweiten Teil, diesmal der Aufbau von dem Greenscreen. Und ich habe im ersten Video vergessen, der Stoff ist 3 Meter mal 6 Meter. Sorry. Aber wir werden das jetzt gemeinsam aufbauen. Und ich zeige dann, wie man das denn nachher benutzen kann, um ein Bild im Hintergrund zu projizieren oder ein Video. Ist beides möglich. Kommt ja darauf an, was ihr vorhabt. Nochmal hier der Stoff. Das kann man benutzen, entweder in Grün oder in Blau. Keine anderen Farben. Schon im ersten Video hatte ich ja schon ein bisschen was vorgestellt. Wir bauen jetzt die Ständer auf. Und dann sollte man das so hoch wie möglich machen. Oder was möglich ist. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Also so schön gerade wie möglich. Wie gesagt, was möglich ist. Und dann bauen wir das jetzt hier schön auf. So weit wie möglich ausfahren. Schön auch festschrauben. Hier oben ist bei jedem Ständer eine Flügelschraube. Die können wir gleich schon abnehmen. So. Schön, wenn das nicht so schnell geht. Und wichtig ist, ihr müsst das dann auch mit zwei Lampen ausleuchten. So, einmal kurz aufbauen. Sollte klar gleichmäßig sein. Was möglich ist. Hier genau das Gleiche. Also wenn das jetzt um, ich sag mal, 2-3 mm schief ist, das stört nicht. Ihr müsst das aber schön groß grün oder blau, je nachdem, was ihr für ein Set habt oder euch erwerben möchtet. Und dann von links und von rechts in die Mitte projiziert. Zwei Strahlen, also zwei Lampen. Also der da drüben ist zum Beispiel ein bisschen höher. Dann sollte man das auch machen. So. Ja, das sind die beiden Stangen oder die Ständer. Jetzt kommen wir zu dem. So, das sind vier Rohre. Ich hoffe, man kann das erkennen. Diese großen Öffnungen sind für den Schraubkopf. Und dann kann man das mit diesen Splinten hier, kann man zusammendrücken. Dann kann man das auch immer wieder auseinandernehmen. Wäre grausam, wenn man... Ist auch ein leichtes Material, Aluminium. Also man kann es auch mit zwei machen, würde ich aber nicht anraten, mindestens drei, wenn nicht sogar alle benutzen. Aber wie gesagt, das müsst ihr für euch selber feststellen und es muss natürlich auch in euer Zimmer, Wohnung, Haus auch passen können. So, jetzt bauen wir das nochmal auf. So. Und klar, vorsichtig sein mit der Decke. Und dann kann man das schon mal, bevor man das festschraubt, schon mal rein. Ja, und das war es eigentlich schon.
und dann kommt der Stoff drüber. Aber ich mache das jetzt fest und dann hänge ich den Stoff noch drüber. So wie ihr seht, ich habe das schon aufgebaut. Ich komme erstmal noch zur Tasche. Sehr, sehr leicht. Hat auch einmal hier einen Klettverschluss und an beiden Enden. Also man kann das dann auch mal transportieren. Aber es geht ja nicht um die Tasche. Wie gesagt, sollte relativ stramm sein. Man kann das auch mit einem grünen oder blauen Bettlaken machen. Das muss bloß groß sein. Denn fusselfrei sein. Und ich würde dann auch empfehlen, mit Klammern oder sowas, immer an den Enden ein bisschen fester machen. So, denn wenn man weiß, was man macht, ob nun Bild oder Video, dann kann man das zum Beispiel auch zeigen, dann präsentiert man eben. Ich nenne mir jetzt ein Beispiel, ich habe jetzt eine Videoaufnahme gemacht von einem Kaufhaus oder Kaufcenter. Dann kann ich hier so, stehe ich praktisch, dann kann ich so sagen, hier ist jetzt das Schuhgeschäft, hier ist die Drogerie, wie auch immer. Ich füge jetzt einfach mal so entweder einen Videoclip ein oder ein Bild. Beides ist möglich und man sollte vorher klar wissen, was man macht. Also sich vorher angucken, dann kann man auch gleichzeitig dazu sprechen oder man muss erst die Videoaufnahme machen, einsetzen und nachvertonen. Ist immer unterschiedlich. Ich spreche jetzt einfach mal so, um das zu demonstrieren, um zu zeigen. Mir nicht. Ich hoffe, bis hierhin hat es euch gefallen. Wie gesagt, das sind jetzt 3 Meter Breite. Ich habe jetzt schön lang nach hinten gezogen. Habe nur ein bisschen Fläche hier hinten. Das kommt immer darauf an, vielleicht braucht ihr auch den Boden grün, weil ihr irgendwas zeigen möchtet. Ihr könnt auch einen Hocker hier hinstellen. So, jetzt kommen wir zu, wie man das bei Final Cut einfügt. Und der einfache Gear ist nur diese Maske. Das ist, wenn ich Lichtquellen oder ähnliches ein bisschen glatt bügeln möchte. Das wäre aber jetzt ein anderes Video und ich glaube, es gibt schon wirklich genügend Videos darüber. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann schreibt mir doch eure Kommentare. Ihr könnt mir klar auch Fragen stellen. Bis dann, euer River Dave. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und liked mich und teilt mich und abonniert doch meinen Kanal, damit ihr in Zukunft keine weiteren Videos verpasst. Bis dann, euer River Dave.